einen schönen guten Tag meinerseits. Rund ein Dreivierteljahr nach unserer Wahl in Göttingen haben wir gesagt, es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Und zu der Bilanz gehört, dass wir jetzt Oppositionsführerin im Bundestag sind, dass wir zudem aber auch mehr strategische Optionen haben als davor. Das betrifft vor allen Dingen die Landesebene. Zu unserer Bilanz gehört auch, dass wir eine gute Verankerung haben in den sozialen Bewegungen, Kooperationsbeziehungen mit Gewerkschaften ausgebaut haben und dass wir in den Umfragen eher über dem Wert, den wir bei den Bundestagswahlen erzielt haben, gehandelt werden. Also in den Umfragen, die wir immer bekommen, sind wir jetzt seit Wochen in einem zweistelligen Bereich. Das freut uns natürlich. Wir können auch sagen, dass wir so manche Debatte angestoßen haben, auch die eine oder andere neue Idee stärker mit dem Linken, mit der Linken zusammengebracht haben, zum Beispiel Themen wie Arbeitszeitverkürzung, Kampf gegen Stress. Wir haben 2 Bundesparteitage mit durchgeführt, wo wir natürlich jeweils im Vorfeld eine sehr transparente Debatte hatten, auch über Kontroversen, wo wir aber auch gesagt haben, am Ende hat es ganz, ganz breite Zustimmung gegeben, sowohl zum Bundestagswahlprogramm wie zum Europawahlprogramm. Zur Bilanz gehört auch, dass der Kontakt zu Künstlerinnen und Künstlern, zu Intellektuellen intensiviert wurde. Und was die Mitgliederentwicklung anbelangt, da ist natürlich noch Luft nach oben, aber im Salto haben wir da auch mit Blick aufs letzte Jahr eine Trendwende. An dieser Bilanz haben viele mitgewirkt. Im geschäftsführenden Parteivorstand, im Parteivorstand, bei der Bundestagsfraktion, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in unserer Bundesgeschäftsstelle, viele in den Ländern und in den Kommunen, aber auch in Zusammenschlüssen. Wir drei, also Matthias Höhn, Bernd Rixing und ich, sind aber an dieser Bilanz nicht ganz unbeteiligt. Unser Ziel war, nicht einfach auf Harmonie zu setzen, sondern vor allen Dingen auf gemeinsame Handlungsfähigkeit. Und ich würde es, wenn man es auf eine einfache Formel bringen muss, immer sagen, im Ergebnis stehen wir nicht nur für innerparteiliche Integration, sondern auch für Innovation und eine gewisse Intellektualisierung der Arbeit. Aber es ist noch viel zu tun. Bereich Mitgliederentwicklung, Mitgliederbindung, eine Offensive bei Frauen. Auch in den hegemonialen Kämpfen steht uns einiges bevor. Es ist ja kein Geheimnis, dass es auch die eine oder andere gesellschaftliche Debatte gibt, die genau in die andere Richtung geht. Also wir erleben ja in der Gesellschaft einen zunehmenden Militarisierungsdiskurs. Hier gibt es also eine gesellschaftliche Entwicklung, wo wir ganz stark dagegenhalten müssen. Also es gibt noch einiges zu tun. Daran wollen wir mitwirken. Und deswegen haben wir uns zu dritt entschieden, dass wir auf dem kommenden Parteitag wieder antreten werden. Ja, ich bin auch sehr zufrieden mit der bisherigen Amtszeit. Und ich glaube, die Partei Die Linke kann mit einem gewissen Optimismus in die nächsten Jahre gehen und hat durchaus große Möglichkeiten, ihre Position in der Gesellschaft weiter auszubauen. Wir stehen da für 3 Schwerpunkte, die ich exemplarisch nennen will. Einerseits wollen wir daran arbeiten, unser inhaltliches Profil weiter zu schärfen. Da gibt es verschiedene zentrale Fragen, die auch die Große Koalition und die anderen Parteien nicht beantworten bzw. anders beantworten als wir. Insbesondere die Frage Bekämpfung prekärer Arbeit, prekärer Lebensverhältnisse. Wir werden auf keinen Fall akzeptieren, dass dauerhaft ein Drittel der Menschen in der Gesellschaft von der Teilhabe sowohl im Arbeitsleben wie im gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden und auf die Dauer auch das zur Konsequenz hat, dass sie politisch ausgeschlossen werden und nicht mehr wählen gehen, weil sie von niemand mehr was zu verantworten haben. Das wird ein zentrales Projekt linker Politik für die nächsten Jahre sein. Wir werden zweitens unsere Positionierung zur Verteilungsgerechtigkeit ausbauen und Steuergerechtigkeit. Auch dort ist völlig klar, Deutschland ist das Land mit der ungerechtesten Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums und Vermögens aller Industrieländer. Ein zentrales Projekt für die Linke, für Verteilungsgerechtigkeit einzutreten und damit auch Reformspielräume zu schaffen für soziale Gerechtigkeit und soziale Politik.
Der dritte Bereich ist die Frage des Öffentlichen, was auch sehr viel natürlich mit dem Kommunalen zu tun hat, aber generell Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge. Wir werden dort versuchen, auch neue Ideen aufzubauen, die dazu geeignet sind, die öffentliche Daseinsvorsorge, die öffentliche Infrastruktur zu stärken. Und damit auch natürlich die Eigentumsfrage und die Frage der Demokratie und Wirtschaftsdemokratie gesellschaftlich aufzuwerfen. Natürlich wird auch ein wichtiger Bereich sein, dass wir unsere wirtschaftspolitische Kompetenz schärfen. Also für die Linke ist es eine zentrale Frage, nicht nur für Verteilungsgerechtigkeit zu sorgen, sondern auch für das, was reingeht in die Gesellschaft. Und wir werden daran arbeiten, unsere Konzepte für ein Zukunftsprogramm und für den sozial-ökologischen Umbau auszubauen und zu schärfen. Und letzter Punkt, natürlich erleben wir gerade, dass sich die geostrategischen Verhältnisse umwälzen und wir zur Frage Friedenspolitik und der Frage der Weltwirtschaftsordnung und der sozialen Verhältnisse in der ganzen Welt und Europa unsere Position ausbauen und schärfen müssen. Dazu wollen wir auch Anfang nächstes Jahr einen großen Zukunftskongress machen. Wir haben das ja in unserem Papier definiert, ein neuer Anker, der natürlich die Traditionslinien der letzten Jahre aufnimmt, auch was wir gegen die Agenda 2010 gemacht haben, aber eben auch neue Linien aufmacht, die ich gerade ein bisschen beschrieben habe. Die zweite Zukunftsaufgabe, für die wir alle drei stehen, ist die Frage der Parteientwicklung. Dazu haben wir ein Papier vorgelegt, das insbesondere die Verankerung der Partei in der Gesellschaft, in den Gewerkschaften, in den sozialen Bewegungen ausbauen soll, Mitgliederoffensive beinhalten soll, insbesondere Jüngere. Da wird sicher Matthias Höhn auch noch was dazu sagen, dass wir da auf einem guten Weg sind und durchaus Erfolge jetzt schon haben. Und drittens, wir wollen natürlich Wahlen gewinnen. Und dazu gehört, dass wir mit großem Optimismus in die Kommunalwahlen gehen in diesem Jahr und dass wir mit großem Optimismus in die Europawahl gehen, schon dort unsere Position ausbauen. Natürlich mit großer, also gestützt auf gute Umfrageergebnisse in die drei Landtagswahlen im Osten in Herbst gehen, die durchaus überall die Möglichkeiten auch eröffnen werden auf einen politischen Wechsel, außer in Brandenburg. Da wollen wir gern, dass es fortgesetzt wird. Aber sonst wollen wir natürlich einen Wechsel haben. Und ich möchte schon noch mal darauf hinweisen, dass wir unter den Bedingungen einer großen Koalition, die ignorant ist gegenüber den großen Problemen unserer Zeit, durchaus die Möglichkeit haben, unsere Wählerumfragen oder unseren Wählerzuspruch zweistellig, also der ist ja jetzt momentan schon in den Umfragen zweistellig, noch etwas auszubauen. Das wird uns gelingen und damit wird es auch eine Voraussetzung geschaffen, dass wir in den ganzen westlichen Flächenländern wieder in die Landtage einrücken werden. Da sehen wir uns bundespolitisch in der Verantwortung, wenn wir im Gesamttrend bei 10, 11, 12 Prozent landen oder vielleicht sogar höher. Also ich möchte aber da jetzt nicht zu groß angeben, aber halte das gar nicht für unrealistisch, dass wir da weiter aufwärts gehen. Dann haben wir auch eine große Chance, in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und selbst Bayern wieder in die Landtage einzuziehen. Und das wäre eine Grundbedingung dafür, dass die Partei an der Basis durchaus stabiler wird und ihre Position ausbauen kann. Ja, wenn es in den letzten anderthalb Jahren oder 20 Monaten einen Schwerpunkt gab in meiner Tätigkeit, dann war das sicherlich die des Bundeswahlkampfleiters. Wir haben einen großen Wahlkampf mit der Bundestagswahl gerade hinter uns, sind mitten im nächsten großen Wahlkampf zur Europawahl, 10 Kommunalwahlen am selben Tag, im Sommer 3 weitere ostdeutsche Landtagswahlen.
Insofern ist natürlich die Frage, wenn ich über die Wiederkandidatur und die letzte Legislaturperiode rede, muss man über den Wahlkampf reden. Als wir in Göttingen gewählt worden sind, lag die Linke bei 5%. Wir haben mit dem Bundestagswahlergebnis nicht nur geschafft, dass wir als Linke im Bundestag mit einer starken Fraktion wieder vertreten sind, mittlerweile Oppositionsführerin sind, sondern, und das kommt dazu, und das ist nicht ganz unwichtig, dass die Partei diesen Wahlkampf im vergangenen Jahr auch dazu genutzt hat, sich nach innen zu stabilisieren, sich zu motivieren. Wir haben einen Wahlkampf nach innen organisiert, den ich ein Jahr vorher der Partei so kaum zugetraut hätte in dem Zustand, in dem sie im Sommer 2012 war. Das hat mich sehr gefreut und war an sich ein bemerkenswerter Vorgang mit einem hohen Maß an Geschlossenheit, Motivation und auch Kreativität. Und insofern blicke ich natürlich auch optimistisch auf die Wahlkämpfe, die wir in diesem Jahr und in den kommenden Jahren haben werden. Bernd Rixinger ist eben schon darauf eingegangen. Ich will zwei Dinge noch nennen, die mir wichtig sind dabei. Das eine ist die Frage der Kommunalwahlen, die in diesem Jahr stattfinden, und die Verknüpfung mit dem Thema Parteientwicklung. Es ist aus meiner Sicht zentral, dass wir nach den Kommunalwahlen es schaffen, die kommunalen Strukturen, die kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger vor Ort zu unterstützen, diese Verankerung zu stabilisieren, weil das für die Partei und die Parteiarbeit, für die gesellschaftliche Verankerung zentral ist. Das ist ein langer Weg. Das ist auch von oben herab aus Berlin nicht in jedem Einzelfall einfach mal so zu machen, muss aber Anspruch auch für die Partei insgesamt sein. Und die Frage der drei Landtagswahlen im August und September diesen Jahres, Sie haben am Wochenende im Parteivorstand schon eine Rolle gespielt. Es ist für uns auch als Bundespartei nicht irgendein Vorgang, sondern wir haben schon das Interesse daran und sehen das auch als unsere Aufgabe, diese drei Landtagswahlen aktiv mit zu begleiten. Sie sind nicht nur für die drei Länder wichtig in ihrem Ausgang, sondern sie haben auch eine bundespolitische Bedeutung für die Partei und strategisch darüber hinaus. Die Frage, welche Mehrheiten finden sich in diesen Ländern? Gibt es Gestaltungsmehrheiten jenseits der CDU? Über Brandenburg hinaus wird ein zentraler Punkt sein, für den wir uns mit engagieren. Und alle, die über eine längere Perspektive auch auf anderen Ebenen ja sehr munter diskutieren, müssen diese Wahlen im Blick behalten, weil ansonsten brauchen wir über den Bund nicht reden, wenn es in den Ländern nicht funktioniert. Und deswegen ist das auch für uns ein wichtiger Punkt in diesem Jahr. Ich will zur Frage der Mitgliederentwicklung sagen, wir haben jetzt im März das erste Mal seit längerer Zeit wieder die Marke von 64.000 geknackt. Das heißt, wir haben den Trend nach unten gestoppt. Ich freue mich über diese Zahl, will aber auch sagen, dass das ein Zwischenfazit ist und auch nicht dazu geeignet ist, sich jetzt zurückzulehnen. Wir haben im letzten Jahr und auch in den letzten Monaten einen durchaus positiven Trend gehabt bei den Neueintritten. Ich glaube, dass das sehr stark mit dem Wahlkampf natürlich, aber auch mit der Stabilisierung und der Ausstrahlung der Partei in den letzten Monaten zu tun hat, enthebt uns aber nicht von der Aufgabe über die Frage der Strukturen vor Ort, der demografischen Entwicklung in der Partei etc. weiter zu diskutieren und daran zu arbeiten. Letzter Punkt, der mir wichtig ist. Die Bundesgeschäftsstelle der Partei ist ein Stück weit auch das Herzstück der Partei. Wenn es hier nicht läuft, dann wird es schwierig, in der Partei Arbeitsfähigkeit und Politikfähigkeit sicherzustellen. Die Bundesgeschäftsstelle hat nach dem Parteitag 2012 sich zusammengerauft, Teambuilding betrieben. Und ich habe am Wochenende im Vorstand gesagt, ein Stück weit ist die Bundesgeschäftsstelle in ihrer Arbeitsfähigkeit und in ihrer Kooperationsfähigkeit mittlerweile Vorbild für die Partei insgesamt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Hauses, alle, die hier unterwegs sind,
sind Mitglieder dieser Partei in Strömungen unterwegs, sind politisch denkende Menschen in der ganzen Vielfalt, wie wir sie in der Partei auch haben. Aber sie sind in der Lage, kooperativ und nach vorne gerichtet miteinander zu arbeiten. Und das meine ich mit Vorbildfunktion. Und das wünsche ich mir von der Partei insgesamt natürlich auch in den nächsten Jahren. Dankeschön.